fahren gerade Richtung Bahn. Diese Highway könnt ihr fahren, auch ohne dass ihr euch so ein Ticket holt. Allerdings kann man dann hier nicht anhalten. Also wenn man nur durchfahren will, ist es ja in Ordnung. Ansonsten sollte man sich sein Ticket dann holen. Die Seite können wir unten verlinken. Und es ist vielleicht sinnvoll, ganz vorne bei Kenmore im Touristenzentrum, im Visitor Center, sich das Ticket zu holen. Weil wenn man dann später auf der Straße steht und sich das in diesen kleinen Grenzpoint sozusagen holen will, steht man mega lang an, oder? Ja, und so kann man aber nur aufs Klo gehen und ein paar Karten sich da holen und so. Eigentlich am besten. Genau. Ja, jetzt sind wir schon sehr gespannt, wie es aussieht mit alles. Es ist nur so, dass jetzt verlängertes Wochenende war und heute noch der letzte Tag davon ist. Ja, heute frei. Und Bad wohl richtig, richtig voll sein soll. Viele Leute auf Sachen, die jetzt in Lake Louise und so weiter um 6 Uhr morgens da sind. Wir jetzt nicht, aber wir gucken jetzt einfach mal. Wir wollen ja noch Despa sehen, von daher ja, sind wir mal gespannt. Despa soll wohl nicht so hardcore touristisch sein, beziehungsweise so viel los sein. So, wir waren jetzt hier in Banff und sind hier ein bisschen durch die Straße gegangen und waren auch im Informationszentrum hier nochmal, denn wir wollten eben noch ein Bärenspray uns besorgen, haben wir jetzt auch. Das gab es nämlich nicht im anderen Informationszentrum. Genau, und da wir jetzt uns noch nicht geholt haben, haben wir gedacht, dann besorgen wir uns das Ganze noch, falls wir dann doch mal angegriffen werden von einem Bär. Genau, und die Dame hat uns das Ganze vorgemacht, da gab es so ein Demo-Spray. Wie man das halt handhaben soll. Ich sollte dann noch so einen Zettel ausfüllen, nochmal die ganzen Informationen lesen und dafür halt unterschreiben, dass man sie jetzt nicht irgendwie mutwillig gegen Bären verwendet, wenn sie einem gar nichts tun wollen, also wirklich nur im Notfall. Genau, das haben wir uns jetzt besorgt. Das hat uns jetzt $37 gekostet. Wir müssen dann nochmal gucken, wo es dann noch größere gibt zum Beispiel, aber ich denke mal, erstmal wird das oder vielleicht noch ein zweites. Genau. Man soll es ja immer körpernah an sich tragen, wenn man wandern geht. Banff selber ist ja schon sehr touristisch, kann man sagen. Aber der Ort ist halt extra angelegt. Dafür sind sehr, sehr viele Deutsche unterwegs, viele Holländer. Viele kleine Geschäfte mit allen möglichen. Natürlich auch die Standarddinger wie McDonald's und Starbucks oder aber auch kleine Bäckereien, genau. Und Kaffee und Geschäfte, die extra sich mit irgendwie Wandersachen beschäftigen oder irgendwelche Banff-Mitbringsel man kaufen kann. Sowas Souvenirs. Eben. Souvenirs, genau. Ja. Am anderen Informationszentrum wurde uns gesagt, am besten außerhalb parken und dann zu Fuß reingehen, aber wir sind jetzt einfach hinter das Informationszentrum gefahren und da sind jetzt auch immer noch genug Parkplätze frei, obwohl ja heute dieser Feiertag ist. Also ich weiß nicht, ob es gewisse Zeiten gibt, wo es extremer ist. Wir haben jetzt fast 12 Uhr. Da wird es vielleicht besser sein, als wenn wir es morgens um 8 und 9 Uhr, wenn die meisten Wanderer hier ankommen, hier hinkommt. Aber ja. Also ich fand mir das andere Visitor Center ein bisschen entspannter, weil es einfach weniger los war. Man konnte in Ruhe alles fragen. Hier musste man jetzt anstehen. Und hier ist auch eher auch Souvenirs, gab es da T-Shirts, genau. Und sowas. Genau. Also, oh ja, so ein Souvenirshop. Genau, es gibt drei verschiedene Lines, also einmal die Informationslinie, einmal für Touren zu buchen und einmal zum Verkauf von Sachen. Und gut, wir mussten jetzt nicht lange anstehen bei dem Verkauf, aber die anderen schon. Naja, aber wir wollen jetzt auch mal weiter. Bisschen Natur sehen, vielleicht genau. Mit den Dörfern, Städter. Städte. Aber das Coole ist hier in Banff, rundherum sind überall Berge. Sieht echt sehr cool aus hier. Hallo. Und die Häuser sind so lustig, so wie in Bayern.
Männchen und das war sogar ein Braunbär. Unser erster Bär. Und der ist ganz gemütlich über die Gleise gelatscht. Und hier sitzen die Leute. Ja, direkt daneben waren so Parkplätze und hinter uns direkt ein Ranger. Der war wohl auch den am Gucken. Hier, er ist Deutsche. Ganz entspannt. Deutsche. Deutsche. Und das 100 Meter, nachdem wir vom Highway runtergefahren sind. Ja. Und die fahren die Fahrrad. Die fahren Fahrrad, ja. Verrückt. Ist das cool. Wir sind jetzt vom Highway runtergefahren. Wie ihr es schon gesehen habt, haben wir schon einige Bären gesehen, einen Schwarzbär und einen Braunbär. Und wir sind jetzt diesen Bow Valley Parkway gefahren. Der soll auch sehr schön sein und wir können es eigentlich bis jetzt nur bestätigen. Und wie gesagt, wir haben sogar schon zwei tolle, schöne kleine Bären gesehen. Wobei der erste Bär war ein bisschen größer und der zweite jetzt ein bisschen kleiner. Und der war direkt nah an der Straße, hat sein Grünzeug gefuttert und ja. Jeder hat seine Fotos gemacht und jetzt sind wir am Weiterfahren und gucken, was wir noch alles auf diesem Parkway antreffen werden. Ah, hier ist so viel los. Also, wir sind jetzt an Lake Louise Parkplatz am Champsee. Und ihr seht schon, es ist extrem viel los. Es wurde uns aber auch schon so gesagt, dass hier sehr, sehr viel Betrieb sei und dass man quasi ab 6 Uhr morgens da sein muss, damit man da überhaupt die Möglichkeit hat, da entspannt sich hinzustellen. Und ja, wir gucken mal, ob wir irgendwie noch irgendwo parken können oder so. Oh, bis jetzt fahren wir gerade weiter. Ja. Der Fahrer fährt. Lake Louise. Wir konnten bis oben hin fahren, alle anderen waren ja zu die Parkplätze, konnten kostenlos parken, das war richtig cool und jetzt sind wir ja gleich eine Minute gegangen und direkt am Lake Louise. Super schön, aber sowas von touristisch. Hier sind so viele Menschen, die ein Foto machen wollen.
klar, es sieht toll aus mit türkisfarbenem Wasser und den Gletschern, aber es ist schon viel los. Ja, also wenn man ein bisschen weiter weg geht, immer noch am See bleibt, aber ein bisschen weiter nach hinten geht, dann ist es ein bisschen ruhiger. Da sind halt viele Wanderer, die dann ein paar Strecken gemacht haben und die einfach da, wo die ganzen Menschen immer stehen, einfach weitergehen und ein Stück weiter raus, dann könnt ihr in Ruhe Fotos machen, wenn ihr mögt. Ganz entspannt den See ein bisschen genießen. Läuft auch mal nass machen. Ich habe eben die Hände reingehalten. Der mag seine Füße. Ist schon frisch. Ja. Da alle quetschen. Klar. Und da hinten im Hintergrund sieht man sogar noch Gletscher. Und wir können hier mit dem T-Shirt stehen.
Salt Lake. Und das Ganze ist hier ein bisschen entspannter, oder? Und fast genauso schön. Genau. Wobei, man muss dazu sagen, wir sind jetzt im Yoho Nationalpark. Und, was ja direkt daneben ist. Und es ist jetzt mittlerweile 6:30. Halb sieben. Aber voll entspannt, schön hell. Man kann es immer noch genießen. Richtig schön. Hier war wohl mal ein Feuer. Es geht ganz hoch bis auf den Berg. Scheinbar. Und hier alles mal. So, wir haben jetzt hier einen Platz gefunden und hier stehen sogar noch andere. Das wundert uns, weil wir erstmal durch Walachei fahren mussten, wie ihr gesehen habt. Und hier ist direkt der Fluss. Hier sind so kleine Grillecken, wo man grillen könnte, aber hier sind wieder so viele Moskitos unterwegs. Naja. Wir machen uns jetzt mal Abendbrot und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann geht's nämlich in den Jasper Nationalpark.